So, herzlich willkommen zum Landeswaldrecht in Einzelvideo-Seriengedöns. Ich muss mir da wirklich einen schmissigen Namen für einfallen lassen, wie dem auch sei. Wir machen jetzt Brandenburg. In Brandenburg gibt es wirklich einige Besonderheiten und es ist auch nicht unbedingt sonderlich einfach, da als Waldläufer tätig zu sein, um nicht zu sagen sogar ziemlich schwierig. Nicht ganz so schlimm wie Hessen, aber fast. Nämlich erstmal beim Betreten. Da gibt es zwar nur die üblichen Minimaleinschränkungen, sprich, dass man Naturverjüngungsflächen nicht betreten darf und so weiter und so fort. Also rumlaufen im Wald, grundsätzlich erstmal nicht die Schwierigkeit. Dann haben wir das Thema Sammeln, also Walderzeugnisse, auch nicht die Schwierigkeit, der übliche Handstrauß. Thema Holz ist nichts geregelt, muss man auch wieder bei den entsprechenden Gemeinden vor Ort einfragen, wenn man das möchte. Und ansonsten halt sich mit winzigen Mengen begnügen, wenn man da nicht in die rechtliche Bredouille geraten möchte. So, dann Feuer. Und jetzt wissen wir auch, warum Brandenburg. Brandenburg, ne? Heißt, weil da brennt es halt dauernd. Ne? Also das Bundesland mit der mit Abstand höchsten Waldbrandzahl ist Brandenburg. Dementsprechend darf man bezüglich Feuer nichts, gar nichts. Außer die Berechtigten, und die sollten es eigentlich auch sein lassen. Weil ich will nicht wissen, wie viele Waldbrände in Brandenburg von den Berechtigten, die offiziell Feuer machen dürfen, ausgelöst worden sind. Es ist einfach mal unabhängig von der rechtlichen Situation nicht sinnvoll, in Brandenburg mit irgendwelchen Feuerdingen zu hantieren. Eigentlich. Außer, natürlich, man weiß, es regnet gerade in Strömen und es kann tatsächlich nichts brennen, dann ist es ethisch, moralisch vielleicht vertretbar, aber immer noch verboten im Übrigen. Und es geht ja primär um die rechtliche Situation. So, dann Rauchen. Nein, darf man nicht. Das war's. Zelten darf man mit Erlaubnis vom Waldbesitzer im Wald. Und auch hier gibt es jetzt die Sonderausnahme, dass das Gerücht umgeht im Internet und ich es auch mal geglaubt habe eine kurze Zeit lang und ich glaube es auch irgendwo mal kommuniziert zu haben und möchte mich damit hiermit offiziell dafür entschuldigen, dass ich dem da auch mal auf den Leim gegangen bin. Nein, man darf in Brandenburg nicht in der freien Landschaft für eine Nacht zelten, wenn man mit dem Rucksack oder Wasserwanderer oder eben Radwanderer oder sonst was unterwegs ist. Sondern das darf man nur dann, wenn man privatrechtlich dazu befugt ist. Und in Brandenburg kann man explizit nachlesen im brandenburgischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz steht ausdrücklich drin, dass dieses privatrechtlich befugt bedeutet, dass man dann irgendwo zelten darf, wenn der Besitzer der Fläche oder die dazugehörige Gemeinde dort einen extra Platz ausgewiesen haben, an dem man entweder so übernachten darf, ohne jemanden fragen zu müssen. Das heißt, die haben das Recht, so einen Platz auszuweisen. Das betrifft also erstmal nicht uns, sondern die Gemeinden. Und zweitens darf man dann irgendwo für eine Nacht wohlgemerkt übernachten als Wanderer, Rad oder Wasser oder natürlich auf Land. Wenn man den Besitzer gefragt hat. Soll heißen, wenn ihr an einen Bauernhof beispielsweise kommt, wenn man das heute noch Bauernhof nennen darf, ohne irgendwelche Gefühle zu verletzen. Und der hat eine schöne Wiese und da wollt ihr gerne drauf übernachten und fragt ihn freundlich, ob ihr das dürft. Und er sagt, ja klar, und bringt euch am nächsten Morgen noch ein paar Eier ans Zelt. Dann ist alles gut. Fragt ihr aber nicht, dann dürft ihr auch nicht. So einfach ist das. Also das Gerücht aufgrund dieses Paragraphen da mit dem, ne, wenn man zu Fuß ist und so weiter und so fort in der freien Landschaft, bla bla, für eine Nacht, bla bla, das ist eher noch eine Einschränkung. Im Wald wäre das Zelten viel einfacher. Da darf man nämlich auf unbegrenzte Dauer im Wald zelten, sofern man die Erlaubnis des Waldbesitzers hat. Heißt, das wurde einfach lange Zeit von der Outdoor-Gemeinde einfach missverstanden, diese Sonderregelung, die es da in Brandenburg in ganz ähnlicher Form noch in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Schleswig-Holstein genau so ähnlich quasi gibt, aber es funktioniert nirgends. Gut, das war die Sonderübernachtungsgeschichte mit Zelt. Und jetzt ist leider auch nochmal schwierig in Brandenburg. Und ja, da rennen viele Buschkrafter rum und leider muss ich die jetzt auch dahingehend sehr enttäuschen, dass auch das einfach so übernachten kritischer ist als anderswo. Es ist nicht ausdrücklich unmöglich, aber es ist erheblich kritischer als in den allermeisten anderen Bundesländern, mal von Schleswig-Holstein und Hessen abgesehen und Bayern. Nämlich
Zwar ist nichts ausdrücklich verboten, aber es kann durchaus als verboten ausgelegt werden, weil nämlich in § 17, erster Absatz, Satz 4, drin steht, dass der Waldbesitzer erweiterte Waldbetretungsbefugnisse erteilen kann. Und das kann so ausgelegt werden, dass sofern keine erweiterten Waldbetretungsbefugnisse erteilt wurden, diese auch nicht vorhanden sind. Und das Gesetz ist so gemein in Anführungszeichen geschrieben, dass alle Aktivitäten, die über das einfach nur Betreten, Hinsetzen und Nichtstun sozusagen hinausgehen, gegebenenfalls vielleicht, und das kommt auf den Einzelfall an, das erweiterte Betretungsrecht erfordern. Soll heißen, derjenige, der einen im Wald antrifft, kann der Auffassung sein, dass man zum Schlafen im Wald das erweiterte Betretungsrecht braucht, was man nicht hat, weil man es erst erteilt bekommen muss vom entsprechenden Waldbesitzer. Und damit kann einem da, also anders als in anderen Bundesländern, wo man zwar auch aus dem Wald geworfen werden darf, aber man kann quasi wiederkommen und es kann kein Ordnungsgeld im Regelfall verhängt werden. In Brandenburg halt eben schon, und man kann auch sozusagen langfristig des Waldes verwiesen werden, dass man gar nicht wiederkommen darf. Das kontrolliert natürlich auch wieder keiner, aber es ist komplizierter und es ist schwieriger und man ist immer so mit einem Bein im Knast, in Anführungszeichen, also beim Bußgeld natürlich nur, wenn man in Brandenburg im Wald übernachtet. Woanders ist das wirklich einfacher. Ja, und das waren die Besonderheiten Brandenburg. Ach nee, ich habe Radfahren vergessen, Entschuldigung. Radfahren, das ist auch wieder relativ streng. Darf man nur auf zwei- oder mehrspurigen Wegen, die auch mit einem Kfz befahrbar wären. Kfz oder Kutsche. Das heißt, kleinere Pfade darf man theoretisch auch gar nicht drauf fahren. Und Brandenburg ist auch relativ streng, so rein von dem, was an Bußgeld es kostet und so weiter und so fort, wenn man abseits der Wege Fahrrad fahren möchte. Da gibt es auch Bundesländer, die das etwas, sagen wir mal, etwas lockerer sehen. Also verboten ist es überall, aber da gibt es doch mal gewisse Unterschiede. Also Brandenburg, vielleicht nach Hessen das zweitstrengste Bundesland, abgesehen davon, dass es in Brandenburg halt immer noch nicht ausdrücklich verboten ist, wirklich im Wald zu pennen, aber schwierig, ne? Ja. Man kann es aber in Brandenburg, da muss ich wirklich Brandenburg in Schutz nehmen, ein bisschen verstehen, einfach aufgrund der enormen Waldbrandgefahr, die da herrscht und der ständig immer wieder vorkommenden Waldbrände, von denen höchstens 3-4% natürlichen Ursprungs sind und den Rest hat irgendwer angesteckt. Macht's gut!